Hallo Freunde, da bin ich wieder, euer Sadum mit einer neuen Folge Imperatorum. Wir spielen als Kusch. In der letzten Folge hat uns unser treuer Verbündeter Nabatea zu den Waffen gerufen, weil die hier ein Problem haben mit einer Rebellion. Bithylionien hat sich da hier breit gemacht. Und wir haben ja schon erfolgreich gegen die Bithylionier gekämpft. Das Problem ist aber, die haben hier eine Festung und wir hatten ja gedacht in der letzten Folge, dass Nabatea das ja locker auf die Reihe bekommt, aber so wie es ausschaut, haben die hier in dem Bereich keine Schiffe. Das soll heißen, wir werden das hier übernehmen. Habe ich mir so überlegt. Das heißt, wir bauen zum ersten Mal Schiffe. Wir werden da auch ganz einfache Schiffe erst einmal bauen, 10 Stück. Die reichen, eigentlich reichen sogar 9 Stück, weil wir halbieren hier unsere Flotte, unsere Armee. Und da bauen wir mal schnell 9 einfache kleine Schiffe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es geht ja genau auf. Ach, wisst ihr was? Wir bauen 10 Schiffe. Das geht genau, also, ja. Einfach nur, weil jetzt hier noch eine Möglichkeit da war, haben wir uns umentschlossen, auf 10 Schiffe zu erhöhen. Was können wir uns denn Neues an Erfindungen leisten? Ja, wir haben jetzt 2000. Der Friedensvertrag mit Ägypten läuft auch bald aus. Gibt es jetzt noch irgendwas, was vielleicht bevor der große Krieg wieder mit Ägypten anfängt, uns etwas bringen würde? Das ist alles für Stammesmitglieder, das ist Quatschi. Parteibelegen haben wir in Kusch nicht. Flotten, ja. Also selbst wenn wir jetzt mit den 10 Schiffen, haben wir gegen die Flotte der Ägypter nicht den Hauch einer Chance. Ich kann euch das mal zeigen. Die haben nämlich 178 Schiffe. Da geht nichts. So, wir waren hier mit der Armee marschieren. Nabatea möchte mit uns handeln, Fälle aber sehr gern doch. Lian möchte auch mit uns handeln. Das ist ein Verbündeter Ägyptens, mit denen handeln wir nicht. Wo marschieren denn die 17.000 Mann hin? Ankale. Aha, die haben offene Grenzen. Also Militärzugang von Lian erhalten, das ist natürlich überhaupt nicht gut. Die wollen uns austricksen hier, oder? Kommen wir da noch rechtzeitig an? Ach, das unpassierbar. Okay, wo rennen die denn mit den 17.000 Mann hin? Ach so, die sind geflohen vor der Armee da. Die Schiffe sind fertig. Werden wir die mal alle schön zusammenfassen. Er ist gestorben. Anemo Galestus. Was wurde versehentlich auf einen Rambock aufgespießt? Oh Mann. Die Todesursachen hier in Imperatorum sind schon skurril. Er war Forscher, Scheibenkleister, ein Forscher. Ein Zehner. Das war ein guter Forscher. Ich hoffe, wir haben adäquaten Ersatz. Natürlich nicht. Naja, eine Neuner, okay. Ja, den nehmen wir rein, das ist auch noch blutjung. Wir haben natürlich auch einen Spitzengeneral, aber wir haben ja noch einen Elfer. Dann nehmen wir den 22-Jährigen. Sitzen sie hoffentlich in der Falle.
Byblos möchte Stein handeln. Auch ein treuer Verbündeter von uns. Feind dort angegriffen. Das sollte kein Problem sein. Wir haben keinen einzigen Mann verloren. Machen halt die... Ich wollte es gerade sagen, wir machen halt die Söldner hier Ärger, Sorgen. Wo sind denn jetzt die 22.000 Mann von Nabatea? Ach Leute. Müssen wir denn hier alles machen? Jetzt nehmen wir halt noch eine zweite Armee mit. Und die halt ja auch noch Gebiete zurück. Mann, 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 Mann. Ja. Ist schon fest, ansonsten wäre ich jetzt mit Gewaltmarsch dahin marschiert. So, aber nu. Passt auf. Trick 17. Wir machen das jetzt so, dass die... Na, wir warten mal ab. Wir könnten ja mit einer Armee hier marschieren, mit der anderen dahin. Wir warten mal ab, was die jetzt hier machen. Die machen sich fest, alles klar. Petition. Die wohlhabenden Einwohner von Latopolis haben eine formelle Petition im Namen gesamten Provinz geschickt. Da sie von ihrem Statthalter Barken Renef Amasos schikaniert werden. Es scheint, dass eine Steuerpolitik die Landbesitzer dazu gebracht hat, ihre Sklaven bis auf die Knochen arbeiten zu lassen, damit sie die Steuerquoten erfüllen können. Es ist ungewöhnlich, dass sich unsere Untertanen so beschweren. Vielleicht sollten wir ihre Argumente sorgfältig abwägen. Das ist nicht der, der schon hier kurz vor der Illoyalität steht. Das ist ein anderer. Er hat 100... Ja, ist es. Ja, auch 100% Beliebtheit. Loyalität. Also wir könnten jetzt sagen, Unsinn, Paken Renef macht seine Arbeit gut. Die Unruhe lokal würde ansteigen. Er erhält 10 Korruption, er ist ohnehin schon korrupt. Oder wir sagen, ein Repräsentant soll sicherstellen, dass alle Regeln eingehalten werden. Ja, ja, der Statthalter, achso, der Statthalter von Oberägypten verliert halt 20 Loyalität. Er hat genügend Loyalität. Das könnte er wegstecken. Er bekommt aber trotzdem Korruption dazu. Ja, die Korruption bleibt. Er bekommt überall Korruption dazu. Das könnte man auch noch machen. Entfernt diesen Geizhals. Aber da wird man Tyrannei bekommen. Wir würden zwar noch ein bisschen mehr Beliebtheit bekommen als hier mit der mittleren Lösung. Aber er würde noch unloyaler werden und er würde von seinem Posten halt entfernt werden. Wir nehmen den mittleren Weg. Er verliert dadurch auch noch ein bisschen Gold. Das ist okay. Und er verliert halt nur 20 Loyalität statt 40. Und wir behalten ihn als Statthalter. Warum haben wir aber eigentlich so eine Napsülze hier als Statthalter eingesetzt? Das frage ich mich auch, ja. Wäre das vielleicht nicht eine Gelegenheit, den loszuwerden? Ja, kommt, wir nutzen die Chance. Warum haben wir einen Einser als Statthalter eingesetzt? Kann sein, dass das mit den Missionen dieser Hekak war, wo wir uns unsicher waren, dass die hier vielleicht noch einen Amasos brauchen. Ja, kommt, entfernt diesen Geizhals. Weg ist er. Bevor wir uns darum kümmern, schauen wir uns aber erstmal an. Ja, genau. Das ist fest. Dann rennen wir jetzt mit unseren gesamten Armeen da rein und machen die platt dort. Unsere schwächere Armee, also unser schwächer General, kommt zuerst in den Kampf hinein. Danach folgt unser Spitzengeneral. Wir haben die numerische Überlegenheit. Der Gegner sieht keine Schnitte. Er wird einfach platt gemacht. Wir sind siegreich. 4.100 haben wir verloren. Der Gegner hat doppelt so viel Soldaten verloren. Was haben die für einen General? Einen Siemer. Zweite Armee kümmert sich hier drum. Und
Ihr geht mal wieder dahin. Vielleicht treffen wir ja dann auch noch mal auf die Söldner. Nun kümmern wir uns um den Statthalter. Heißt natürlich, wir müssen die Provinzen da auch noch mal uns anschauen. Also Oberägypten ist natürlich ein großes Gebiet. Wir sollten da schon einen sehr loyalen Statthalter reinnehmen. Wir haben mal den Zehner. Können wir den vielleicht sogar als, ja, als Forscher reinnehmen? Dann nehmen wir doch natürlich erstmal den Zehner da rein. Und hier haben wir auch noch einen Achter. Zufriedenheit, Staatsreligion plus 2,5%. Das ist doch spitze. Das ist gut. 40 Jahre, mittleres Alter. Passt. Den nehmen wir rein. Zur vierten Armee. Hat keinen General. Die braucht im Moment auch keinen. Die Flotte müssen wir jetzt mal zusammenführen. Treffen uns. Wir fahren lieber hier in den Hafen und ziehen dann dort unsere Schiffchen zusammen. So, jetzt müssen wir uns kurz die Provinzpolitiken anschauen. Ja, kompletter Mist, was er da reingehauen hat. Also, ich frage mich, wie kommt das zustande? Ist das. Also, wir spielen ja schon ein paar Stunden Imperator Rom und jedes Mal sind die Provinzpolitik. Also, oftmals, sagen wir es mal so, nicht jedes Mal, aber oftmals sind die Provinzpolitiken doch kompletter Mist. Schaut euch das hier an. Der hat lokale Autonomie gemacht in einer Provinz, wo wir 100% Provinzloyalität haben. Ja, die haben hier die falsche Kultur. Und er nimmt eine komplett schwachsinnige Provinzpolitik. Also, ich tippe, das ist wirklich absoluter Zufall. Aber manchmal stimmt's ja dann auch. Also kann es eigentlich auch kein Zufall sein. Also ist mir absolut schleierhaft. Wenn es einer von euch weiß, schmeißt was in die Kommentare rein, womit das zusammenhängt. Wir müssen das jetzt hier wirklich erst nochmal kurz alles überall umändern. Kargana. Ja, das ist überall kulturelle Assimilation. Kostet uns natürlich einen Haufen Tyrannei und auch noch Politikeinfluss. Luxor. Ja, Grenzland, da kann ich vielleicht noch verstehen, ist aber auch eigentlich Quatsch. Ja, gut, okay, da will ich gar nichts sagen. Aber wir machen trotzdem hier kulturelle Assimilation. Ebenso hier in Trogloidika. Nordnubien. Wir müssten eigentlich, ja. Hier sollte eigentlich alles so beim Alten geblieben sein. Wie viel haben wir denn hier schon von unserer meroitischen Kultur verbreitet? 50% und hier sogar 61%. Sehr schön. Punt. Meroitisch und kemitisch. Das passt. Und hier nochmal kulturelle Assimilation. Können wir hier auch umändern mittlerweile? Anhäufung von Reichtum. Weiter geht's. Dann hätten wir das. Datteln wollen die haben. Auch ein Verbündeter von uns, der zwar im letzten Krieg gegen Ägypten keine Truppen gesandt hat. Hier eigentlich mit der Nahrung aus. Ja, geht langsam zur Neige. Die Schiffe sollten da sein. Nein, leider noch nicht. Wie lange brauchen die denn? Kommt, setzt mal ordentlich Segel. Hier kommt es nochmal zur Schlacht gegen die angeschlagenen Söldner. Die sehen überhaupt kein Land. Gegner wurde komplett vernichtet.
Sehr schön. Und was? Irgendjemand ist gestorben. Und Einfluss der Amid-Familie. Hier geht's ja. Schlag auf Schlag. Das Schicksal des Königreichs und das der Amid-Familie lag schon immer Hand in Hand. Es ist daher auch eine dringende Angelegenheit, dass die Amid-Familie nicht genügend qualifizierte Mitglieder hat, die die Verantwortung des Staates übernehmen können. In Anerkennung unserer Misere haben zwei unserer treuen Klientelstaaten angeboten, den Platz zu besetzen, den derzeit niemand mit der richtigen Geburt besetzen kann. Also haben wir jetzt die Auswahl zwischen den zweien hier. Das ist einmal ein 40-Jähriger und ein 56-Jähriger. Statthalter und ein 9er. Er ist Amarauyet. Der ist aber schon 56. Wir entscheiden uns einfach mal für den 40-Jährigen. Ja, den nehmen wir. Lachares Xenarit. Kostet uns ein bisschen Berühmtheit und Prestige, aber ist okay. Ah, ein Forscher ist gestorben. Von der Amid-Familie. Und wir haben den feindlichen General da gefangen genommen. Ja, wir haben ja einen Elfer. Er gehört der Margo-Familie an, 28. Er ist loyal uns gegenüber. Den nehmen wir rein. Jetzt warten wir eigentlich nur auf die Schiffe, sodass wir dann mit der halbierten Armee da übersetzen können. Sind noch bald da. Wir brauchen eigentlich gar nicht rausfahren. Sondern wir fahren mit denen. Sind die natürlich drin? Okay, warte. So, zusammenfassen. Admiral braucht man keinen. Flotte dahin bewegen. Und dann können wir gleich was testen, ob das sich so ausgeht. Das scheinen ja übrigens die Söldner zu sein. So. Wir haben jetzt hier sogar ein Schiff rekrutiert. Also gebaut. Schiffe rekrutieren. Naja, gut. Eigentlich normalerweise wollte ich die hier halbieren. Aber wir können mal testen. Wieso ist jetzt eigentlich die. Achso, da, die 5. Armee ist unser guter General, alles klar. Ob wir das jetzt so machen können? Ne, geht nicht. Wir müssen die Armee halt halbieren. Es sind zu wenig Schiffe, als dass wir jetzt hier rüber marschieren können. Ich hätte gedacht, dass das vielleicht funktioniert. Dass sie so peu à peu rüber übersetzen können, aber funktioniert nicht. Wir halbieren die Armee, nehmen natürlich die Seite der Armee mit dem General. Und marschieren hinüber. Der andere wartet dort. Ja, Gegner hat keine Chance, ist klar. Was? Oh, schaut euch das an. Das ist auch noch so eine krasse Festung. Was haben die denn hier für eine Festung gebaut? Bitte was? Festungsstufe 4? Wollt ihr mich veräppeln? Festungsstufe 4? Ich dachte so Festungsstufe 2. Ja, Festungsstufe 4 ist krass. Das habe ich glaube noch gar nicht gesehen in dem Paradrom, aber ehrlich gesagt, ich habe da noch nicht so drauf geachtet. Aber Festungsstufe 4? Wie viel man braucht da zur Belagerung? Festungsstufe 2 braucht man glaube ich 10.000. Die 18.000 Mann reichen nicht aus. Ich gehe krachen. Boah. Es zieht sich alles länger hier hin, dieser Krieg, als gedacht. Jetzt müssen wir mit der Armee auch noch hin. Krass. Rhetorische Fortschritte, sehr schön. Halt, halt, es ist Frieden entstanden. Nabatea hat nicht komplett alles bekommen. Scheibenkleister, so ein Mist. Schade. Sie nicht alles bekommen haben. Naja. Dann alle Mann wieder zurück. Da bitte hin. Die Schiffe
Ja, die Schiffe werden wir irgendwo hinbewegen, wo wir in Sicherheit sind vor der ägyptischen Flotte. Frontalangriff. Wir machen hier Störmanöver. So, jetzt fehlen der Statthalter. Was? Ach, die haben uns. Die haben uns das Gebiet gegeben. Was für ein Schwachsinn eigentlich. Jetzt haben wir ja die Provinzhauptstadt von Sinai. Oh, schaut mal, die sind mit Lianen verbindet. Bruch der Waffenruhe. Wie lange haben wir denn jetzt mit denen hier Waffenstillstand? 5 Jahre. Ne. Ah, jetzt haben die uns das Stück gegeben. Eine Festung bauen wir ja nicht hin. Was ist denn das? Was haben die hier? Ui, Edelsteine. Bauen wir ein Landgut hin. Ja, dann lohnt sich vielleicht doch schon. Nahrungsmäßig, ja, geht auch. Ist okay. Edelsteine sind immer ganz lecker. Okay, jetzt müssen wir halt noch einen für Unterägypten einen Statthalter annehmen. Wir nehmen den 6er hier rein. Stabilität geht nach unten. Wir können aber Opfer an die Götter machen. Das tun wir auch. Können wir uns natürlich nicht leisten, weil wir die ganzen Politikeinfluss ausgegeben haben für die Umänderung der Provinzpolitiken. Nabatea möchte einen Datteln haben. Geben wir euch gern. Also wenn wir den großen Krieg scheuen würden in der nächsten Folge, ja, würde ich bald sagen, wir warten nochmal 4 Jahre und legen uns dann erst einmal mit dem überaus extrem mächtigen Verbündeten Lian von Ägypten an, bevor wir uns auf Ägypten selbst konzentrieren. Das Ganze werden wir aber dann in der nächsten Folge entscheiden, Freunde der Nacht. Wir holen jetzt nur erstmal noch unsere Armeen zurück. Und machen dieses Event noch. Freunde über Grenzen hinaus. Himchar, das war ein treuer Verbündeter. Die hatten uns im großen Krieg gegen Ägypten Truppen geschickt. Und Surubchet an Magjes Jadid hat Freunde auch weit außerhalb unserer Grenzen und versucht häufig sein Netzwerk zum Vorteil unserer Nation zu nutzen. Er glaubt, dass seine Freundschaft mit dem Kanzler aus Himchar dazu verwendet werden könnte, um ihre Meinung über uns zu verbessern. Alles, was wir dazu tun müssen, ist etwas von unserem Reichtum in seine Richtung zu schicken. Und er wird damit versuchen, unser Ansehen bei Himchar zu verbessern. Wie viel wollen die denn? 500 Gold können wir uns leisten. 20 Meinungen mehr. Was haben die denn überhaupt jetzt? Die müssten eigentlich eine relativ hohe Meinung von uns haben. Ja. Aber können wir verbessern. 80. Ja, wir schicken denen die 500 Gold. Jetzt müssten es 100 sein. Genau so sieht's aus. Ich habe das schon ja gesehen, Militärtradition. Das machen wir, wie gesagt. Oder das machen wir halt in der nächsten Runde. Kommt zur Nahrungsknappheit. Wir sind ja gleich da. Achso, ich verstehe, weil die Armee hier ist. Deshalb kommt es zur Nahrungsknappheit in der Stadt, in der Siedlung. So. Diese Armeen noch zusammenziehen. Neues oben können wir auch noch machen. So kommt es jetzt hier immer noch? Nee. Jetzt geht es ja wieder bergauf. Unbenutzte Handelsroute. Byblos will datteln.
Ja. Wir haben unsere ganzen Armeen wieder zurück in unserem Reich. Das passt. Die sind jetzt alle am Marschieren. Hier müssen wir die zwei Armeehälften wieder verschmelzen. Und das Ganze machen wir dann in der nächsten Folge, Freunde der Nacht. Weil diese Folge ist schon ganz schön lang geworden. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da, schmeißt was in die Kommentarleiste. Und rechts unten gibt es einen Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, wenn es da wieder heißt, Sahadum zockt Imperator Rom mit Kusch. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.